Hey und was geht? Ich bin's mal wieder, euer ReborneXHD. Willkommen zu einem neuen FIFA 15 Squad Builder hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, mal wieder in der 4-3-2-1 Formation. Das Team kostet ungefähr 120.000 Coins. Der ein oder andere dürfte sich es also leisten können. Und dann fange ich auch mal direkt an mit dem Torwart. Und das ist Ter Stegen hier. So, Ter Stegen wieder mal in meinem Team, hatte ich jetzt schon, ich glaube, ein oder zweimal jetzt auch in einem Squad Builder drin. Sehr solide Werte, hat mir auch gut gefallen. Ja, kann man nichts falsch machen für 2000 Coins. So, als linken Innenverteidiger haben wir hier einmal Miranda. 1,86 groß als Innenverteidiger, vielleicht nicht der größte, aber dafür ist er ziemlich schnell. Hat einen guten Physiswert und kann auch richtig gut verteidigen. Auch ein sehr solider Mann. Rechts haben wir Varane von Real Madrid. So, ja, Real Madrid. Mit 76 Tempo auch wieder richtig schnell dabei und dem Anchor Chemistry Style. Dazu hat er noch richtig gutes Verteidigen und auch noch gute Physiswerte. Und das für 4100, den kann man sich echt mal gönnen. Als Linksverteidiger haben wir hier Alex Sandro. Den habe ich einfach nur genommen, weil es ein guter Linksverteidiger und weil ich dann noch so ein bisschen was aus einer anderen Liga mit einbringen wollte. Und ich meine, die Werte sind ja echt nicht schlecht. Er ist schnell, er kann verteidigen, er hat gute Physiswerte, er kann sogar noch dribbeln und passen. Und hat 3 Sterne Spezialbewegungen und das für nur 1600 Münzen. Den kann man sich echt mal gönnen. Und unser Rechtsverteidiger ist Carvajal, auch vom Real Madrid. Hat richtig gute Tempowerte und Physiswerte. Der Rest ist alles sehr gut, bis aufs Schießen natürlich. Aber das braucht ein Rechtsverteidiger auch nicht machen. Und für 2000 Coins kann man den auch gut mal kaufen. So, unser rechter ZM ist Guarín. Kolumbianer aus der Serie A mit 4 Sternen Skills, dieses Jahr wieder richtig gut, richtig solide Stats, leider hat er doch etwas an Verteidigung verloren im Gegensatz zum letzten Jahr, aber das soll mich jetzt nicht stören, für die Position ist er optimal und für 4100 Coins ist er auf jeden Fall ist er auf jeden Fall wert. So, unser nächster ZM ist Hernanes. Ja, auch von Inter Mailand. Ja, auch wieder richtig überragende Werte. Leider nicht so gut im Verteidigen. Aber dafür hat er sonst die Werte richtig gut. Ist zwar nicht der schnellste, aber schießen kann er, passen kann er, dribbeln kann er. Er hat 5 Sterne schwacher Fuß dazu noch und 4 Sterne Spezialbewegung. Also auch richtig gut und auch für 4000 Coins zu haben. So, unser nächster ZM ist hier Sandro. Sandro von Queen's Park Rangers mit dem Artist Chemistry Style habe ich bekommen für 2100. Das liegt aber daran, dass er als ZM ist. Deswegen musste ich mehr für ihn bezahlen, sonst kriegt er den normalerweise schon für 1000 Coins, soweit ich weiß. Und den habe ich jetzt einfach im Team, um die Defensive jetzt noch ein bisschen zu stärken. Denn mit 80 Verteidigung und 84 Physis ist er richtig gut dabei. Dafür ist er noch nicht mal langsam als ein defensiver Mittelfeldspieler. Weil viele sind ja doch ziemlich langsam und er mit 72 Tempo kann dann noch gut mithalten. Auch die restlichen Werte sind doch ganz gut und die Arbeitsraten sind auch gut. Und ja, so viel zu ihm. Dann haben wir hier als linken Stürmer, linken Stürmer habe ich gar nicht. Das ist der einzige Silberspieler, den ich hier im Team habe. Und das ist Scott Sinclair. Hat mir auch doch ziemlich gut gefallen, hat in 9 Spielen 6 Tore und 4 Torvorlagen gemacht, ist richtig schnell und kann richtig gut dribbeln, das merkt man auch richtig in-game. Wie gut er dann letztendlich ist, sein Schuss, ja, ist jetzt nicht der beste, passen geht auch vollkommen klar, da kann ich mich gar nicht beschweren. Der Schuss, der könnte zwar noch ein bisschen besser sein, aber damit kann man leben. Da könnte man auch Ashley Young hin tun oder einen anderen Engländer aus der BPL, wegen der Chemie, nur ich dachte mir, ich probiere mal Sinclair aus, vielleicht für 8000 Coins dann doch ein bisschen teuer, da kann man dann doch lieber auf Ashley Young, auf Ashley Young zurückgreifen, aber ich wollte ihn halt mal ausprobieren und mit 4 Sternen Spezialbewegung, mit 4 Sternen Spezialbewegung, da kann man auch nicht viel mit falsch machen. Unser rechter Stürmer ist auch wieder ein rechter Flügelspieler und das ist Cuadrado, den hatte ich jetzt auch schon in dem ein oder anderen Team drin, weil er mir einfach richtig gut gefällt, richtig gut gefällt. Er hat in 9 Spielen 10 Tore gemacht und 6 Torvorlagen. Das heißt ja schon einiges. Dazu hat er noch 5 Sterne Skills. 3 Sterne, leider nur schwacher Fuß. Aber er hat ein überragendes Tempo, ein überragendes Dribbling. Er kann gut schießen, er kann gut passen, hat sogar noch relativ gute Physiswerte. Den kann ich euch echt empfehlen. Ist zwar
doch teuer, sag ich mal, mit 40.000 Coins, mit fast 40.000 Coins, aber trotzdem, den kann man echt mal ausprobieren, der ist echt, echt gut. So, und jetzt haben wir im Sturm, da könnt ihr euch bestimmt schon denken, wen wir haben, wobei, nicht unbedingt. Aber nein, wir haben nicht Ibarbo im Sturm, wir haben Daniel Sturridge im Sturm mit 83er Gesamtwertung, richtig schnell, dribbelstark, passstark nicht unbedingt, ich meinte eher schussstark und hat auch noch gute Physiswerte, die Arbeitsraten sind auch okay, hat dazu noch 4 Sterne Spezialbewegung, leider nur 2 Sterne schwacher Fuß als Stürmer, was jetzt nicht so optimal ist. Und hat bei mir in 13 Spielen 13 Tore und 9 Torvorlagen gemacht. Für 60.000 finde ich ihn schon ein bisschen teuer. Ich muss mal gucken, ich werde mir jetzt demnächst auch wieder ein neues Team machen. Aber ansonsten hat er mir gut gefallen. Und ich hoffe, euch gefällt das Team genauso gut wie mir. Und falls ihr euch das nachbaut oder schon nachgebaut habt, dann schreibt es mir doch mal gerne in die Kommentare, damit ich mal weiß, wie ihr es so findet. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja gerne einen Daumen hoch geben oder ein Abo dalassen. Das war's von mir. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Reborn XHD. Peace out.